Willkommen zurück zu meinem Luigi Dream Team. Endlich geht's weiter. Ja, ich konnte ja ein paar Tage lang nicht aufnehmen, möchte ich jetzt nicht erwähnen. Warum? Aber jedenfalls, was im letzten Part passiert ist. Es ist hier so passiert, wir sind noch in Luigis Traum. Dieser Vampir, den wir schon aus dem ersten Part kennen, hat Peach in Luigis Traum entführt und hat Mario in Luigis Traum kopiert. Mario hat gegen sich selbst, also Traum-Mario, kämpfen müssen. Und der Vampir ist hier unterm Boden mit Peach verschwunden. Und eine Stimme hat gesagt, wir sollen weitergehen. Gehen wir einfach mal weiter. Apropos, gefällt euch die Qualität so besser oder in den letzten Part? Was? Was ist das? Ach so, soll ich schmettern? Was ist denn das? Was? Oh, von dem habe ich schon mal was gehört. Ah, süße Freiheit. Endlich bin ich wieder frei. Wer ist das? Seid ihr die guten Seelen, die mich aus der Gefangenschaft befreit haben? Ja sicher, wir sind Mario und Luigi. Ich stehe tief in eurer Schuld. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich befreit habt. Ihr wollt erfahren, wer ich bin? Ich verstehe. Dann wisst ihr also nicht, wen ihr vor euch habt. Was seid ihr eigentlich für ahnungslose Bauern? Also, ich bin Prinzessin Traumberg, der Herr des Kissenschlosses. Prinz Traumberg, entschuldige. Was? Was? Eure Prinzessin ist entführt worden und sie befindet sich jetzt in der Traumwelt? Anscheinend ist während meiner Abwesenheit in der Wachwelt irgendein Unheil geschehen. Wir sollten dorthin zurückkehren. Es gibt nichts, was wir von hier aus machen könnten. Nun denn, sind wir bereit? Was? Was? Was macht er jetzt? Ja, Luigi hat jetzt im unteren Bildschirm gewackelt. Aber ich filme ja nur den oberen. Ah, jetzt kommen wir endlich aus der Traumwelt raus. Und das in der Traumwelt gefällt mir nicht wirklich. Oh je, Meister Mario, wo ist nur Prinzessin Peach? Wohin ist sie verschwunden? Wohin? Mario, wie war es? Hast du Peach gefunden? Was macht Luigi? Was? Oh. Fällt euch die Qualität so? Das Kissen bewegt sich. Also ist es nur ein Kissen? Da ist er ja wieder, der Kerl. Oh je, Mini, was bedeutet das? Mario, ist das dein Name, Mario? Und das ist Luigi. Und ihr seid Brüder? Na sicher, wir sind schon ewig Brüder. Was hat das alles zu bedeuten? Ich bin der Prinz des Kissenkönigreichs, Prinz Traumberg. Der Prinz? Oh ja, ich hab's gewusst. Ich hatte gedacht, dieses Kleinod hatte früher den Prinzen des Kissenkönigsreichs gehört. Aber wer hätte gedacht, dass das Kissen der Prinzessin sich... Ich glaube bestimmt nicht. Aber wieso war die bis jetzt versteinert? Alles lag im Dunkeln. Die Essenz meiner Seele war in einem Stück Albtraum gefangen. Dieses Stück, dieser Teil eines Albtraums hielt mich umfangen. Mein Geist war in einer Zwischenwelt gefangen, eingefroren. So wurde dann mein Körper irgendwann zu Stein. Ich konnte mich nicht mehr bewegen, nicht mehr sprechen. Mein Geist war losgelöst vom Körper. Aber dann erschienen diese Helden in der Traumwelt. Sie zerstörten mein Gefängnis. Und nun wandle ich wieder in der materialen Welt. Mein Geist frei und erleuchtet. Unglaublich, da fehlen mir die Worte. Dann sind die Legenden über das Ende der Kisse. Also, alle falsch? Oh, und die Kissenfelsen. Es gibt auf dieser Insel zahlreiche Felsen, die Form von Kissen haben. Sind sie am Ende? Dies ist durchaus möglich. Ich darf nicht säumen. Die anderen Kisse bedürfen meiner Hilfe. Meister Mario! Wo ist die Prinzessin? So geht doch, was ist passiert? Was? Peach ist also in die Traumwelt geführt worden? Das ist doch vollkommen unglaublich. Ich frage mich, ob der Schurke, der Prinzessin Peach entführt hat, vielleicht etwas mit Prinz Traumberg zu tun haben könnte. Ja, das war dieser Vampir, glaube ich. Ich weiß es auch nicht. Ich denke, wir können jetzt nichts anderes tun, als diesen Traum dazu folgen. Vielleicht hat er ja eine Idee, wo Prinzessin Peach sein könnte. Meister Mario, Meister Luigi, bitte
Also, mal wieder heißt es Peach retten und irgend diesem komischen Prinzen folgen. Okay, wo sind wir hier jetzt? Wo sind wir denn hier? Oh nein, seid nicht, der Flammengeist kommt wieder. Auf diesen Fackeln war ja dieser Lola-Geist. Erinnert ihr euch noch? Was? Was ist wohl in dem Block und was macht ihr da? Ich bleibe lieber hier und behalte das Ding im Auge. Das ist doch eine Überwachungskamera. Sieht mir zumindest auf den ersten Blick wie eine Überwachungskamera aus. Fällt euch die Quali hier übrigens? Habe ich schon viel zu oft gefragt hier. Okay. Ach komm, sag jetzt nicht, der Flammengeist kommt wieder. Ja, der kurze Part in Luigis Traumwelt, das Spiel ähnelt immer mehr mal an Luigi Abenteuer Bowser. Denn in mal an Luigi Abenteuer Bowser war man ja in Bowsers Traum, Bowsers Körper und jetzt ist man in Luigis Traum. Okay. Oh. Autsch! Ganz langsam ist letzte Gefälle mit so einem Tempo durch die Gegend zu haben. Verzeihung, doch die Zeit drängt, daher auch meine Eile. Hey! Oh, wir sind wieder in der Vorhalle des Schlosses. Genau, da waren wir schon im dritten Part meines Displays. Wie ist das Traumwelt eigentlich so in Eile? Nun, wer weiß. Bevor wir Traumwelt nach draußen folgen, sollten wir vielleicht noch ein wenig in Ausrüstung investieren. Werft einen Blick auf die Karte, um den Laden zu sinken. Weiß ich doch noch, da brauche ich nicht extra auf die Karte schauen. Der Laden ist hier. Okay. Ich nehme die Messikose. Ich kann mir überhaupt nichts mehr leisten. Viel Münzen habe ich in dem Spiel bisher noch nicht gefunden. Ah, Yoshi! Jedenfalls folgen wir dem Kerl einfach mal. Oh, der uns wohl hinführt. Keine Ahnung. Aber wir müssen ihn eigentlich bald finden. Mario, Luigi! Hier auf Lado Amita gibt es unglaublich viel zu sehen. Seht euch alles an, was zu entdecken gibt. Ihr werdet erstaunt und sein, wie viel es ist. Wofür interessieren sich Touristen denn im Moment so arg? Pilzwaldpark ist jederzeit einen Besuch wert. Ihr findet ihn gleich südlich von hier. Pilzwaldpark? Wenn ich fragen dürfte, wo ist der... Oh! Von der Brücke habe ich schon mal was gehört. Oh. Oh, die Brücke setzt, hört sich aber nicht sicher an. Oh, 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 schneller, schneller. Nein. Nein. Jetzt sind wir wieder in den Katakomben, oder wie? Genau, das ist dieselbe Musik. Ich hoffe, euch quält die Qualität hier. Oh, was sind das für Viecher? Okay, na dann, auf geht's wieder mit dem Kämpferei. Wieder geht es los mit klassischem Mario und Luigi Kämpferei. Das Kampfsystem in Luigis Traum hat mir eigentlich gar nicht gefallen. Dazu... Oh. Ui. Nein, jetzt hat er mich erwischt. Genau, das kennen wir ja. Diese Aktion, dass der Partner geschwächt ist, die kennen wir ja schon aus dem... den anderen Mario. Wow. Ja, bitte. Ich mag den
wie wenn ich ein Blind-Let's-Play mache, denn man weiß dann irgendwie nicht genau, was auf einen zukommt und kann gespannt sein, was kommt. Ein Nicht-Blind-Let's-Play ist natürlich praktischer, weil man dann schon weiß, wie man alles vorkommt. Aber ein Blind-Let's-Play hat den Vorteil, dass man selbst, sich selbst und seine Zuschauer gleichzeitig gespannt sind. Also irgendwie kommt es so vor, Mario und Luigi Superstar-Saga und Mario und Luigi Partners in Time ähneln sich und jetzt Mario und Luigi Abenteuer Bowser und Mario und Luigi Dream Team ähneln sich. Oh je, Mini. Das Kissen. Oder? 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 Oder was? Ich kann noch so viel oder sagen. Was das ist, ob es Traumbett ist oder was auch immer. Das erfahren wir im nächsten Part. Na dann, tschüss!